Hallo, ich mache mir heute eine Kokosnuss öffnen und ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Das ist nämlich gar nicht so schwer und Kokosnuss ist einfach so was Tolles, wenn man gerade sich in den Urlaub wünscht, weil es draußen kalt ist und man aber nicht in den Urlaub kann. Dann kauft man sich eine Kokosnuss und dann fühlt man sich so doch ein bisschen wie im Urlaub. Und da habe ich sie halt hier mal gekauft. Und wenn man die kauft, muss man gleich mal schauen, natürlich, ob die frisch ist. Das kann man nur auf eine Art testen und zwar man schüttelt sie. Und ich weiß nicht, ob man das im Video so gut hört, aber es plätschert. Das heißt, man hört einfach, ob da Wasser drinnen ist. Und wenn Wasser drin ist, dann sollte sie frisch sein. Und wenn nur ganz wenig Wasser drin ist oder man gar kein Wasser hört, dann sollte man sie nicht kaufen, weil dann ist sie wahrscheinlich schon verdorben und überlagert, weil die muss ja hierher geschifft werden, die wachsen nicht bei uns und so. Und es kann sein, dass sie dann einfach schon viel zu lange liegt. Und was man auch schauen kann, ob irgendwelche besonderen Risse drinnen sind. Sind jetzt da keine, weil wenn Risse drinnen sind, dann ist es natürlich auch oft so, dass das Wasser vielleicht schon geflüchtet ist. So, dann brauche ich dazu zum Öffnen dann einen Hammer. Also entweder ich habe da so einen Schnitzelhammer oder einen echten Hammer, was man halt zu Hause hat. Und einen Schraubenzieher und dann ein Glas, wo wir das Kokoswasser reingeben. So, also als erstes, wenn ich die Kokosnuss aufmache, muss ich ja das Kokoswasser rausgeben, weil sonst habe ich dann die ganze Suppe da, die fließt mir dann daraus und dann habe ich da eine saure. Das will ich natürlich nicht. Das heißt, ich habe hier wie bei einer Bowlingkugel auf einer Seite so drei Löcher und da kann ich jetzt quasi mit dem Finger oder mit dem Schraubenzieher so ein bisschen reinpieken in jedes einzelne und eines von denen ist ein bisschen weicher als die anderen. Und da kann man jetzt einfach mal ein bisschen probieren. Ich würde jetzt sagen, bei mir ist es das Große. Es ist meistens eh das Größte. Und da werde ich jetzt versuchen, mit dem Schraubenzieher einmal reinzukommen. So, und bin auch schon drinnen. Jetzt kann ich ja schauen, dass ich das ein bisschen größer mache. Und jetzt könnte man hier entweder schon einen Strohhalm reinstecken und das einfach rausschlürfen. Das mache ich aber nicht, ich möchte es ins Glas haben. Dazu brauche ich noch ein Loch, weil dann geht es besser raus. Weil wenn ich da jetzt nur das eine Loch habe, dann kommt ja keine Luft dazu. Und das kann nicht gescheit rausfließen, es dauert dann ewig, bis das draußen ist. Suche ich mir einfach noch ein anderes Loch. Das ist jetzt eben ein bisschen schwerer, da reinzukommen. Und ich hoffe, dass ich da irgendwo reinkommen. Ich habe da immer ein bisschen Angst, ich bin so ein bisschen tollpatschig, dass ich mir da irgendwie weh tue. Wenn man einen zweiten hätte, ich habe jetzt keinen zweiten, dann könnte der die festhalten und ich könnte mit dem Hammer einmal draufhauen, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe jetzt leider keinen zweiten, der mir das festhält. Ein Freund musste leider noch weg. Okay, also ich komme da jetzt alleine nicht rein in ein zweites Loch. Das heißt, dazu braucht man dann eben einen zweiten. Ist kein Problem, ich werde das jetzt einfach hier so reinschütten. Das dauert halt jetzt, wie gesagt, einfach länger. Man sieht, das kommt jetzt relativ langsam raus. Aber es geht auch. Bisschen schütteln, umso größer das Loch, umso besser geht es natürlich raus. Man kann da jetzt gerne auch noch so ein Sieb rein, also drunter geben, weil jetzt habe ich halt ein paar Brösel drinnen. Aber mich stört das jetzt nicht so. Das ist jetzt, also man sieht ja, das ist jetzt keine Milch, also das ist jetzt nicht weiß oder so, sondern es ist schon durchsichtig, vielleicht ein bisschen trüb, weil das eben tatsächlich keine Kokosmilch ist, sondern Kokoswasser. Kokosmilch wird hergestellt. Also das, was man aus den Dosen kennt, ist jetzt nicht nur pur dieses Wasser, sondern das wird extra noch hergestellt. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie man das macht, aber das kann man im Internet auch nachlesen, wie man Kokosmilch
selber herstellt. Und dazu braucht man quasi dieses Kokoswasser. Aber so, geht sich mein Glas überhaupt aus? Ja, soll sich, denke ich, ausgehen. So, ich glaube, meine Kokosnuss ist jetzt leer. Ist genau in ein Glas reingegangen. Da ist es. Also man sieht, es ist halt ein bisschen verunreinigt jetzt natürlich. Ein bisschen von dem Bröseln, dass es ja sehr bröselig da reingegangen ist. Ein bisschen vom Inneren. Ich probiere das jetzt auch gleich mal. Die ist sehr süß, sehr lecker. Also Kokosnüssen ist das immer so natürlich, wenn man sie frisch in Hawaii kauft oder so, dann sind sie immer süßer und deswegen ist es gut, wenn man die Kokosnuss eher in so einem Bioladen kauft oder so ähnlich. Und halt schaut, dass man die an einem guten Ort kauft und nicht irgendwo. Oder eventuell auch in Asiamärkten, weil dort kaufen die natürlich mehr, da sind die auch immer frischer. Dann kriegt man auch eine schöne Süße, weil es kann natürlich auch sein, dass sie manchmal gar nicht so süß sind. Aber das ist jetzt echt voll süß, voll lecker. Schmeckt voll nach Kokos. Kann man auch super zum Kochen verwenden, zum Beispiel für einen Curry. So, als nächstes, jetzt ist ja kein, jetzt habe ich nur mein Loch. Wasser ist draußen und jetzt habe ich quasi hier ein Ende und eben hier ein Ende. Und dazwischen, das ist der Äquator. Und da muss ich jetzt rundherum einfach hämmern. In einer Linie und irgendwann kann ich sie damit auseinanderbrechen. So, ich werde das jetzt mal versuchen mit dem Hammer. Einfach schön fest. Und irgendwann, jetzt hat sich da zum Beispiel so ein Sprung gebildet. Ab dem quasi entlang. So, und ich kann sie auch schon auseinanderholen. So, und fertig ist sie. Es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, wie man das aufmachen kann, nämlich einfach zuerst das Wasser rausholen und dann die ganze Kokosnuss, so wie sie ist, für 170 Grad 15 Minuten ins Backrohr legen, ohne vorheizen, es reicht. Und dann bildet sich durch die Wärme auch so ein Sprung und man kann sie auch quasi einfach abnehmen. Und was da das Gute nämlich ist, dass sich das Innere dann quasi löst von der Schale und man da ist dann nur noch so eine braune Haut dran und die stört aber nicht und man braucht das jetzt hier nicht so rausfiezeln, was ich jetzt machen muss. Was ich allerdings daran nicht so gut finde, man muss sie dazwischen natürlich abkühlen lassen, weil ich habe jetzt da eine schöne kalte Milch, ein schönes kaltes Kokoswasser, was viel leckerer ist, als wenn es warm ist. Und natürlich schmeckt die Kokosnuss warm auch nicht so lecker. Die schmeckt auch einfach kalt am besten, das ist frisch aus dem Kühlschrank. Und deswegen habe ich das jetzt nicht so gemacht und natürlich braucht es auch ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn man jetzt keinen Hammer hat oder nicht laut sein darf oder was auch immer, dann geht es natürlich. Und wenn man keinen Hammer hat, dann kann man sie einfach auch mit runter auf die Straße nehmen, sich da irgendwo einen Randstein suchen und es einfach auch im Äquator rundherum aufschlagen und dann geht sie auch auf. So, jetzt will ich das Ganze natürlich auch noch aus der Kokosnuss rauskriegen. Jetzt brauche ich ein Messer und ich weiß nicht, ob man das sieht. So, jetzt fokussiert es, glaube ich, genau. Und jetzt werde ich da quasi einfach wo reinschneiden. Und dann kann ich das so ein bisschen raushebeln. Genau. Und dann habe ich da so ein Stück. Und das hat jetzt da quasi noch so eine braune Schale. Die ist aber nur ganz dünn. Und die kann ich da einfach quasi mitessen. Sehr lecker. Voll saftig. Schön süß. Ist echt super. Und vor allem dafür, dass sie relativ wenig kostet. Die hat jetzt nur, also die ist ziemlich groß. Die hat jetzt nur 1,70 Euro gekostet. Und dafür kann ich mir quasi schon den Urlaub herholen. Und was auch noch super ist, man kann eben super damit kochen. Sie sieht cool aus. Super als Deko zum Beispiel. Und sie ist sehr sättigend. Das heißt, es kann sein, dass man die alleine vielleicht gar nicht aufessen kann, weil die halt wirklich, da hast du danach nun mal keinen Hunger mehr. Wenn man die jetzt aufheben muss, weil man sie einfach nicht aufgegessen kriegt, dann muss man die quasi in eine Schale reinlegen und mit Wasser bedecken, damit die einfach frisch und saftig bleibt. Und dann hält sie, sage ich mal, so einen Tag im Kühlschrank, dass sie dann auch noch gut schmeckt.
Und das Wasser sollte man natürlich auch gleich irgendwie verwenden, entweder eben fürs Kochen oder eben trinken. Oder was ich halt super finde, die Kokosnuss vielleicht in einem Obstsalat mal verwenden oder so. Oder einfach klein zerkleinern und schön über ein Curry drüber oder über andere tropische Gerichte oder über Fisch oder ins Müsli. Ist voll super. Oder man kann die natürlich auch wunderbar als so eine Art Obstschüssel verwenden. Sieht super aus. Würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, das auszuprobieren. Was halt wichtig ist, einfach zu schauen, wenn ihr sie kauft, ob sie auch wirklich plätschert. Und wenn ihr sie dann aufmacht, dass ihr dann auch nochmal dran riecht. Also das Kokoswasser sollte nicht irgendwie bitter sein oder irgendwie ölig. Das ist wichtig. Und natürlich sollte nichts davon irgendwie bitter schmecken. Oder irgendwie komisch ranzig. Das merkt man dann aber schon, wenn es soweit ist. Und deswegen einfach im Kühlschrank schön lagern. Da wird sie schön kalt und immer schön schütteln. Naja, ich hoffe, das Video war irgendwie hilfreich. Ihr konntet was mit den Tipps anfangen, wie man die aufmacht. Und schreibt mir gerne Kommentare unten. Ich freue mich so, wenn ihr mir Kommentare schreibt oder Nachrichten. Vielleicht empfehlt ihr mich mal weiter für Kochtipps. Und bei YouTube Blödsinn bei Facebook habe ich auch noch eine Seite. Vielleicht schaut ihr da mal vorbei. Dort habe ich nicht nur meine normalen Kochvideos, sondern ganz viele News übers Kochen oder Tipps und Tricks und coole Ideen. Nur mit Fotos zum Beispiel, gar nicht die Videos. Und ist vielleicht auch ganz interessant für Leute, die nicht so gerne immer nur Videos schauen. Dann tschüss und viel Spaß mit der Kokosnuss.